Epileptische Anfälle sind ein Ausdruck von einer vorübergehenden Funktionsstörung von Nervenzellen im Gehirn. Sie wissen möglicherweise, man hat sehr viele von denen im Gehirn. Man schätzt so 30, 50, manche sagen sogar 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn. Die sind alle mehr oder weniger aktiv immer und stehen untereinander in einem regen Funkverkehr, sozusagen elektrisch und chemisch. Und das ist, kann man sagen, ein gewisses Chaos sogar im Gehirn. Dieses Chaos ist aber bezogen auf Epilepsie günstig. Wenn jetzt in einem umschriebenen Abschnitt des Gehirns plötzlich alle synchron gleichzeitig aktiv sind, dann kann sich das aufschaukeln und es gibt dann einen epileptischen Anfall. Das, was die meisten Menschen gleichsetzen und leider auch ein Vorurteil ist für Epilepsie und viele Menschen belastet, ist der große Anfall. Grand mal, umfallen, schäumen, zucken, einnässen unter Umständen. Das ist keineswegs die Regel, sondern die Ausnahme. Die meisten Menschen mit Epilepsie haben nicht diese Anfallsformen. Ausdrucksformen reichen von kurzen Abwesenheitszuständen, Absenzen von Kindern, die mal bis zu 10 Sekunden einfach nicht ansprechbar sind, bis zu diesem großen Anfall. Und dazwischen gibt es sehr, sehr viele, man kann sagen, bestimmt 20 verschiedene Ausdrucksformen, die ganz umschrieben sein können, zum Beispiel ein Zucken nur mal so im Finger, das ist alles. Oder auch, dass man für 2-3 Minuten nicht richtig ansprechbar ist, hinterher keine Erinnerung hat und verwirrt erscheint. Behandlungsmöglichkeiten sind nicht nur Medikamente, sondern es gibt daneben zum Beispiel, wenn es von der Lebensführung abhängt, wenn man also festgestellt hat, jemand schläft zu wenig, jemand hat Probleme mit Alkohol, jemand hat Probleme mit Drogen, dann gehört das genauso gut dazu, dass man sagt, diese Einflussfaktoren müssen beseitigt werden, sonst können die Medikamente allein nichts bringen. Insgesamt schon das Wichtigste mengenmäßig, auch für die Patienten vom Angebot her, sind Medikamente und für einen Teil, der zunehmend größer wird, auch die Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie, also einer operativen Entfernung des Gehirnanteils, möglichst klein und möglichst umschrieben, der die Ursache ihrer Epilepsie ist und der bei Entfernung zur Anfallsfreiheit führt. Epilepsie ist heilbar in dem Sinn, wenn man sagt, keine Medikamente mehr und keine Beschwerden für einen Anteil der Patienten, der altersabhängig ist. Kindliche Epilepsien, sogenannte Absence-Epilepsie, die kindliche beispielsweise, was beginnt im Schulalter und mit diesen kurzen Aussetzern einhergeht, die heilt überwiegend aus in der Pubertät oder auch schon vorher und die Medikamente können weggenommen werden. Die Patienten haben Zeit ihres Lebens keine Anfälle. Im Erwachsenenalter beginnende Epilepsien haben eine weniger gute Chance auszuheilen in dem Sinne. Man kriegt 2/3 der Patienten anfallsfrei, aber sie müssen weiterhin Medikamente einnehmen. Das heißt, die Beschwerden sind weg, aber unter Einnahme der Medikamente. Bei den operativ behandelten Patienten wird ein großer Anteil anfallsfrei, auch wenn man später die Medikamente wegnimmt. Also es gibt Heilung bei Epilepsie, abhängig von der Art der Epilepsie, des Alters des Auftretens und der Form der Epilepsie unterschiedlich häufig.